Deutschlandfunk Musikpanorama. Am Mikrofon begrüßt sie Jochen Hubmacher. Ihre Bewunderer sprechen von einer Hymne an die Farbe. Wie prächtig Kirchenräume im Mittelalter ausgemalt wurden, das lässt sich in Deutschland nirgendwo besser bestaunen als in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern. Die Anklamer Marienkirche gehört zu den wenigen historischen Bauten der alten Hansestadt, die den Zweiten Weltkrieg einigermaßen unbeschadet überstanden haben. DDR-Architektursünden, hohe Arbeitslosigkeit und Probleme mit Rechtsradikalismus haben die 12.000 Einwohnerstadt in der öffentlichen Wahrnehmung nicht attraktiver gemacht. Und so verwundert es wenig, dass Anklam für viele Menschen maximal eine geografische Randnotiz auf dem Weg an die Ostsee ist. Doch wer an Anklam einfach so vorbeirauscht, verpasst definitiv ein Baudenkmal von nationaler Bedeutung. Gleich erfahren wir mehr über die spannende Geschichte der Anklamer Marienkirche. Doch zunächst lernen wir ihre Akustik kennen. Am 27. August gastierte dort der Leipziger Thomanerchor. Und schon lange vorher prangte das Wort »ausverkauft« auf den Konzertplakaten. Der weltberühmte Knabenchor kam im Rahmen der Benefizreihe Grundton D von Deutschlandfunk und Deutscher Stiftung Denkmalschutz nach Anklam. Unter der Leitung von Thomas Kantor Gotthold Schwarz begeisterte er das Publikum mit einem breiten Spektrum geistlicher Musik vom Frühbarock bis ins 20. Jahrhundert. Thank you.
Deren feste Burg ist unser Gott. Samuel Scheidt hat Martin Luthers Kirchenlied zu dieser Motette verarbeitet. Klar spielte das 500-jährige Reformationsjubiläum 2017 auch beim Grundton-D-Konzert der Thomaner in Anklam eine gewisse Rolle. Ein feste Burg ist unser Gott, diese Zeile, die könnte jedoch ganz allgemein für die musikalische Tradition des Leipziger Knabenchors stehen. Fällt es bei anderen Ensembles manchmal etwas schwer, so etwas wie einen Markenkern herauszukristallisieren, liegt der bei den Thomanern klar auf der Hand, beziehungsweise den Stimmbändern. Geistliche Vokalmusik, vorwiegend protestantischer Prägung und mit einem großen Schwerpunkt auf Johann Sebastian Bach. Bach ist die alles überragende musikalische Figur in der mehr als 800-jährigen Geschichte des Thomanerchors. Das lässt sich nicht zuletzt daran festmachen, dass seine Nachfolger im Amt des Thomaskantors allesamt mit Bezug auf Bach durchnummeriert werden. Den 17. Thomaskantor nach Bach hat man eine ganze Weile gesucht. Und die Musikwelt staunte nicht schlecht, als 2016 schließlich der Sänger und Dirigent Gotthold Schwarz berufen wurde. Zuvor hatte eine Findungskommission monatelang vergeblich versucht, einen geeigneten Kandidaten für die nach wie vor renommierte Position ausfindig zu machen. Am Ende stellte man wohl fest, dass der Richtige schon längst gefunden war oder, um es frei nach Goethe auszudrücken, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Gotthold Schwarz leitete den Thomanerchor bereits seit 2015 interimistisch. Ab Ende der 1970er Jahre war er dem Leipziger Traditionsensemble zunächst als Stimmbildner und zwischendurch auch immer wieder als Stellvertreter des Thomaskantors verbunden. Bevor sich Schwarz, der gebürtige Zwickauer, der Musik mit Haut und üppigem Haar verschrieb, nahm er noch einen beruflichen Umweg und machte eine Lehre als Buchhändler. Ja, das war so, als Kantorensohn in der DDR durfte ich kein Abitur machen. Und dann wollte ich eigentlich gleich an die Kirchenmusikschule nach Dresden gehen. Und meine Eltern haben aber gesagt, ach, mach doch erst mal noch was anderes. Obwohl mein Vater Kirchenmusiker war, aber gesagt, kannst du ruhig nochmal den Wind ein bisschen anders um die Nase wehen lassen. Und das war eine tolle Zeit. Ich habe dann in Leipzig an der Deutschen Buchhändlerlehranstalt des Börsenvereins die Berufsschule absolviert. Ja, und danach bin ich dann nach Dresden an die Kirchenmusikschule gegangen. Angeblich seien die Thomaner in Jubel ausgebrochen, als sie erfahren haben, dass Gotthold Schwarz der neue Thomaskantor wird. Offenbar versteht er es gut, die Balance zu finden zwischen partnerschaftlichem Miteinander und disziplinierter musikalischer Arbeit. Wenn es um die Sache geht, kann der sonst so zurückhaltend auftretende Schwarz auch schon mal lauter werden. Denn der Anspruch der Thomaner an sich selbst ist hoch. Und auch Publikum und Kritik erwarten im Prinzip jederzeit professionelle Leistungen. In der Praxis macht es für den Thomaskantor dann aber eben doch einen Unterschied, ob er mit Jungs zwischen 9 und 18 Jahren arbeitet oder mit erwachsenen Profis. Naja, also ein professionelles Sängerensemble zum Beispiel, wenn man da wirklich klare Ansagen macht, das kommt vielleicht beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal in Ansätzen, beim dritten Mal. Bei den Knaben ist es manchmal so, das wird angesagt, wir proben das, dann läuft es bei einer Motette oder bei einem Gottesdienst so, wie wir es geprobt haben. Die Woche später, wenn man es dann wieder singt, ist das aus dem Gedächtnis manchmal raus. Ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied. Das wird auch nicht immer, aber meistens von einem professionellen Ensemble wahrscheinlich noch ernsthafter wahrgenommen, als das von lausbübigen Jungs gemacht wird. Das ist wie in der Schule. Ich habe da auch zu Hause ein ganz gutes Regularium. Meine Frau ist Lehrerin und ja, die sagt mir dann immer, ja, das ist wie in der Schule. Das ist nicht viel anders. Thank you.
Singet dem Herrn ein neues Lied. Von Heinrich Schütz stammt diese Vertonung des Psalms 98. Wir hörten den Thomaner Chor Leipzig unter der Leitung von Gotthold Schwarz. Aufgenommen Ende August 2017 beim Konzert der Deutschlandfunk-Benefizreihe Grundton D in der Marienkirche Anklam. Möglicherweise sind Sie dort auf dem Weg in den Sommerurlaub an die Ostsee schon mal mehr oder weniger unbewusst vorbeigefahren. Iris Milde erzählt Ihnen, warum Sie beim nächsten Mal auf jeden Fall eine Besichtigungstour einplanen sollten. Anklam ist eine Kleinstadt unweit vom Stettiner Haff. Vor allem in den Sommermonaten schiebt sich der Urlaubsverkehr direkt am Stadtzentrum vorbei über die Peene und weiter zur Insel Usedom. Vielleicht nimmt der eine oder andere aus dem Autofenster noch die schöne Backsteinkirche unweit der Bundesstraße wahr. Wenige statten der dreischiffigen gotischen Hallenkirche mit spätromanischem Chor und fünfstöckigen Turm, die zu den schönsten Mecklenburg-Vorpommerns gehört, auch einen Besuch ab. Das Problem, das wir haben, ist, dass diese Kirche wenig in der öffentlichen Wahrnehmung zu sehen ist. Wenn Sie einen Reiseführer über Mecklenburg-Vorpommern aufschlagen, kommt diese Kirche aus welchen Gründen auch immer fast nicht vor, jedenfalls nicht in ihrer Bedeutung und in ihrem tatsächlichen Wert. Ja, überregional, viele Menschen verbinden mit Anklam entweder den Stau oder rechtsradikale Fremdenfeindlichkeit, Demokratieschwierigkeit, soziale Probleme. Aber nur wenige Leute verbinden mit Anklam wunderbare Farben und Wandmalerei, obwohl es das auch gibt. Bedauert Petra Huse, Pastorin der Marienkirche. Dabei schlummert in der Anklamer Marienkirche ein Schatz, der deutschlandweit einzigartig ist. Alle achteckigen Pfeiler sowie die Scheit- und Gurtbögen im Langhaus sind komplett mit senkrecht verlaufenden Farbbändern bemalt, die eine ungeahnte Fülle an geometrischen und floralen Mustern zeigen. Eine künstlerische Glanzleistung des frühen Mittelalters, so Restaurator Peter Wagner, der sich seit Anfang der 1990er Jahre mit den Malereien beschäftigt. Ja, das ist ja so wie Teppiche, die hier runterhängen oder wie Stoffbahnen, die bemalt sind oder wie Buchmalerei aus frühen Zeiten. Und einmalig, also man sieht es ab und zu mal in anderen Kirchen mal irgendwo so Muster, aber hier in dieser Fülle und in dieser Qualität nicht wieder. Diese Malereien sind etwas wirklich Beispielloses, diese Art und Weise des mittelalterlichen Erlebnisses eines Raumes und der Farben. Das kann man nur hier sehen. Pflichtet Pastorin Petra Huse bei. Mitte des 13. Jahrhunderts wurde in Anklam eine erste romanische Kirche errichtet. Geplant war ursprünglich eine Doppelturmanlage nach dem Vorbild der Lübecker Marienkirche, die nie umgesetzt und spätestens mit dem Bau einer Marienkapelle im 15. Jahrhundert an der Stelle, wo der zweite Turm vorgesehen war, verworfen wurde. Der erste Bau war auf jeden Fall wesentlich wuchtiger, wesentlich niedriger. Das sieht man sehr schön im Chorraum, die Außenwände, das schöne Außenportal, die Gewölbeansätze, die viel niedriger sind. Das frühgotische Portal aus der Vorgängerkirche, das sich heute im Innenraum der Kirche befindet, ist eine bemerkenswerte Arbeit. Auf Kapitellen in Form von Sanduhren sitzen 12 handgearbeitete Köpfe, von denen jeder einen anderen Gesichtsausdruck hat. Ebenfalls aus der ersten Kirche stammt das achteckige Taufbecken aus gotländischem Kalkstein von 1330. Schon im Mittelalter lag Anklam an einem Verkehrsknotenpunkt, was der Stadt regen Handel und Wohlstand bescherte. Sehr früh, 1283, trat Anklam der Hanse bei. Pastorin Petra Huse. Und es gab mehrere große Werften in Anklam im Mittelalter, die Handelsschiffe für die Verwendung auf der Ostsee gebaut haben, mit dem auch andere Hansestädte dann ihre Kaufleute ausgestattet haben. Das war die Blütezeit der Stadt, also im 14. Jahrhundert eigentlich. Ne? Und das sieht man auch in unserer Kirche, weil in dieser Zeit ist sie sozusagen groß gemacht worden. Anfang des 14. Jahrhunderts erweiterte man das Langhaus der Marienkirche. So entstand eine der ersten Hallenkirchen Europas. Besonders ist auch, dass das Gewölbe völlig frei steht und nicht durch Spannanker gehalten wird. Aus der Bauzeit des gotischen Kirchenraums, also um 1330, stammen auch die berühmten Malereien in der Freskotechnik. Es gibt manche Kunsthistoriker, die sagen, es ist keine sundisch-lübische Schule, sondern es gab einen Ursprung hier. Also es ist eine Anklammerschule. Das waren wahrscheinlich Künstler, die kamen von südlich der Alpen. Die haben eine Technik mitgebracht, die man hier eigentlich noch nicht angewendet hatte. Nämlich diese besondere Malweise, wo das Mauern, das Putzen und das Bemalen in einem Arbeitsgang passiert sind. Dass man eben offensichtlich schon ein Bild hatte von der farbigen Gestaltung dieser Kirche, als man den Erweiterungsbau angefangen hat. Also man hat nicht erst gebaut und dann ausgemalt, wie wir das heutzutage immer machen. Das Haus baut man erst fertig und dann sucht man die Wandfarbe aus. Sondern man hat offensichtlich ein Konzept gehabt. Ein Konzept von Lichteinfall, von Farben, Wirkung und so weiter. Und das ist natürlich sehr faszinierend. Die Anklamer Marienkirche stand unter dem Patronat des Klosters Stolpe, dem ältesten Kloster in Pommern.
Von dort kamen auch die Künstler und Baumeister, die die Marienkirche errichteten und ausgestalteten, vermutet Restaurator Peter Wagner. Das wird eine eigenständige Bausektion dort im Kloster gegeben haben, sag ich mal so modern. Und die haben natürlich selber entwickelt, ne? Also die haben ja auch die Bücher gehabt, die ja alle reich illustriert waren. Und dann haben die solche Muster gesehen. Wenn man sich so mittelalterliche Inkunabeln und sonst was anschaut, dann sieht man ja diese ganzen Friese dort. Und dann haben die das hier an die Wände gezaubert, ne? Jede Seite der achteckigen Pfeiler, die das Gewölbe stützen, schmückt ein von oben nach unten verlaufendes Musterband. Unterbrochen werden die Mäander, Stern, Blumen oder Blätterfriese durch Medaillons mit Darstellungen der Maria, der Apostel von Heiligen, der Verkündigung und der Kreuzigung. Also wenn Sie da rüber gucken, diese Sterne, Sie sehen unten natürlich kaputt. Hier war Pferdestall zur napoleonischen Zeit drin und so weiter, kann man sich ja vorstellen, was hier los war. Aber ab 2-3 Meter wird es dann ziemlich klar. Da oben sind wieder Fehlstellen, aber ganz oben ist es fast rein original. Peter Wagner läuft langsam von Pfeiler zu Pfeiler, den Blick nach oben gerichtet. Und wenn wir jetzt hier so schräg durchschauen, dann sehen wir dort oben diesen Bogen. Und da ist ja so ein Flechtwerk. Und wenn wir da richtig rangehen, dann sehen Sie, das ist dreidimensional gemalt in der Zeit, in der Qualität. Und Sie sehen richtig, dass die Stäbe untergeflochten sind und dass sie auch rund sind, dass sie eine Höhung haben. Und also es ist nicht eine flache Malerei, das ist richtig plastisch. Und dann, wenn man länger schaut, dann gucken da überall noch so kleine Tierchen raus. Da sitzt ein Hase, da oben sitzt ein weißer Vogel auf dem grünen Sitz. Da sind überall noch Tierchen versteckt. Also auch noch so eine Spielerei da drin. Tatsächlich entdeckt der aufmerksame Betrachter immer neue Kleinigkeiten, versinkt geradezu in den fantasievollen Ornamenten, dem dichten Blattwerk und den biblischen Geschichten. Bald fällt auch auf, dass die Deckengewölbe mit Löchern übersät sind. Als Zugänge für die Fledermäuse, die auch beim Konzert der Thomaner über den Köpfen der Zuhörer herumflatterten, waren sie wohl ursprünglich nicht gedacht. Zusätzlich sind in die Gewölberippen in regelmäßigen Abständen Haken eingelassen. Lange konnte man sich die Funktion der Haken und Löcher nicht erklären, so Wagner. Wir haben noch eine Kirche im Mecklenburgischen in Mestlin und da ist die Marienrose drauf. Das ist was ganz Besonderes. Anfang des 14. Jahrhunderts kommt das öfters vor, wo das so üblich war. Und in diesem Falle ist es ja ein Sternenhimmel und an den Rippen hingen die Blumen und eine Marienkirche, also Marienwiesen vor dem Sternenhimmel. Um anschaulich zu machen, wie das Deckengewölbe der Marienkirche einmal ausgesehen haben könnte, wurden auf einem Feld zwischen zwei Rippen neue Gewölbescheiben aus Keramik nach altem Vorbild angebracht. Sie zeigen stilisierte Blumen und im Gewölbe zwischen den Rippen goldene Sterne. Vermutlich sind die ursprünglichen Scheiben im Laufe der Jahrhunderte nach und nach heruntergefallen. Die Malereien an den Pfeilern und Bögen wiederum waren bis 1936 ebenfalls nicht zu sehen, so Peter Wagner. Sie schlummerten unter einem Dutzend Farbschichten. Also es war hier ein Malerwettbewerb in Anklam in den 30er Jahren. Die legten los und schubberten das Alte ab und dann kam diese Malerei raus und irgendwann sagten sie, holla, das ist ja so flächig. Und jedenfalls ist das dann die Bedeutung sofort erkannt worden, haben das dann gestoppt und haben gesagt, jetzt machen wir eine Konzeption, dass wir das wieder zeigen. Ein umfassendes Konzept erarbeitete kein geringerer als der bekannte Kirchenmaler Gustav Hoffmann, der in unzähligen Kirchen Norddeutschlands seine Spuren hinterlassen hat. Er wählte bei der Restaurierung einen sehr modernen Ansatz. Diese Restaurierungstechnik, die Hoffmann denn angewandt hatte, nachdem das freigelegt worden ist, dass also in einer Lasurtechnik das Mittelalter nur lasierend behandelt worden ist. Also man schaut durch. Er hat sicherlich ergänzt, aber man trennt wunderbar Original und Ergänzung. Und ja, das ist für die 30er Jahre, wo man noch bis vor kurzem Sachen einfach wegnimmt und neu malt und meint, das ist es. Als man die Malereien im Zuge der Sanierung 1936 an den Pfeilern entdeckte, waren die Gewölbe bereits fertig weiß ausgemalt. Die Rippen hatte man in Rot gehalten und mit einem ockerfarbenen Band vom Gewölbe abgesetzt. Restaurator Peter Wagner vermutet, dass sich auch in den Gewölben an der einen oder anderen Stelle noch Malereien unter der weißen Farbe finden lassen. Ob diese jedoch freigelegt werden, ist vor allem eine finanzielle Entscheidung, rechnet der Geschäftsführer der Gemeinde Thomas Binder vor. Na, man muss rechnen für ein Seitenjoch, das sind so ungefähr 100.000 Euro. Wir haben 6 Seitenjoche und dann haben die Hauptschiffe und die beiden Seitenschiffe. Man geht davon aus, ungefähr 2,5 Millionen müsste man nochmal so in die Sanierung der Marienkirche mit Malereien und Ausmalung nochmal investieren. Lohnenswert wäre die Anstrengung allemal, denn nirgendwo sonst ist ein noch so vollständiger mittelalterlicher Raumeindruck zu erleben wie in der Marienkirche in Anklam. Aufgrund ihrer herausragenden Stellung wurde die Kirche zum Denkmal mit nationaler Bedeutung erklärt.
Dank der hierdurch ermöglichten intensiven Förderung konnte den Malereien ein sicheres und dichtes Dach gegeben werden. Also wir haben es so weit geschafft, dass die Marienkirche als Baukörper gesichert und saniert ist. Das heißt, der Dachstuhl ist saniert worden, die Dachflächen sind saniert worden, der Turm ist saniert worden von außen. Wir haben alle Fenster erneuert und das Außenmauerwerk bis auf eine Höhe von 3 Meter von oben gerechnet sind auch saniert worden. Wir haben streckenweise den Fußboden erneuert. Wir haben eine Heizung drin, also eine Bankheizung ist eingebaut worden. Ganz wichtig sind natürlich auch die Restaurierung unserer Ausstattungsstücke, die zum Teil in ganz furchtbar schlechtem Zustand sind. Und da ist der Verfall auch ganz dramatisch. Also die Seitenkapellen-Einbauten, die Holzeinbauten, die schönen Tafelmalereien, der Hauptaltar, mehrere Epitaphe sind ganz extrem restaurierungsbedürftig. Und das ist natürlich etwas, was uns total überfordert, weil diese großen Wandarbeiten so teuer sind und so große Ausmaße haben, dass wir natürlich parallel nicht einzelne Stücke restaurieren können. Und das ist schwer für uns, das irgendwie hinzukriegen, weil wir müssen uns dauernd entscheiden, was ist Priorität. Fügt Pastorin Petra Huse hinzu. Die Ausstattungsstücke der Marienkirche stammen bis auf den Taufstein und eine Marienfigur ursprünglich aus anderen Kirchen. Vor allem aus der zweiten Anklamer Stadtkirche St. Nikolai, die während des Zweiten Weltkriegs stark zerstört wurde und heute als Veranstaltungsraum dient. Das bewegliche Inventar der Marienkirche, Schnitzaltäre, Gestühlwangen, Bilder und Kronleuchter, wurde im Krieg vorsorglich in das Schloss Schwerinsburg südlich von Anklam in vermeintliche Sicherheit gebracht. Doch während die Marienkirche fast unversehrt blieb, hat es das Schloss Schwerinsburg schwer getroffen. Weil im Zuge der letzten Kriegstage das Schloss Schwerinsburg zerstört wurde, abgebrannt ist. Man weiß nicht genau, wie das passiert ist, wie die Umstände waren. Man weiß auch nicht genau, ob alle Kunstgegenstände einfach mit abgebrannt sind oder ob sie vielleicht auch andere Wege genommen haben. Das weiß man nicht. Sicher ist, das Schloss Schwerinsburg steht nicht mehr und in dem Keller war nichts mehr zu finden. Petra Huse führt mich in die Marienkapelle an der Turmseite. In der ebenfalls mit mittelalterlichen Malereien ausgemalten Kapelle, die die evangelische Gemeinde als Winterkirche nutzt, steht in einer Wandnische eine überlebensgroße Marienfigur. Die langen Haare fallen in regelmäßigen Locken über die Schulter, die Falten des Gewands sind detailgenau ausgearbeitet. Auf ihrem Arm ruht das Jesuskind, das siegessicher die Weltenkugel hält. Die Legende sagt, dass in Schwerinsburg viele Flüchtlinge angekommen waren, und zwar ein kalter Winter, und dass einfach auch Dinge verheizt wurden, dass man Holz brauchte. Und dass es heißt, als die Anklamer Bürger mit dem Pferdewagen endlich in Schwerinsburg waren, um ihre Sachen anzugucken und zu sichern, dass sie die Marienfigur auf dem Sägeblock vorgefunden haben, aber dass die Säge nicht gegriffen hat. Und in der Tat gibt es hinten eine Scharte, eine kleine Scharte, von dem manche sagen, das wäre die Stelle gewesen, wo die Säge nicht die Maria zersägen wollte. Die Maria war einst die zentrale Figur des gotischen Hauptaltars der Marienkirche, dessen übrige Teile verloren sind. Der neue Altar setzt sich zusammen aus den Flügeln des Altars der Nikolaikirche und einem riesigen leidenden Christus am Kreuz in der Mitte. Dieser passte wohl besser zum Lebensgefühl der Menschen in der kriegsgebeutelten Stadt Anklam als die stolze Maria, vermutet Pastorin Petra Huse. Der erste Bombenangriff traf die Stadt im Oktober 1943 völlig unerwartet, denn es war der erste Angriff auf eine deutsche Kleinstadt. Die mittelalterliche, typisch hanseatische Altstadt wurde bis Kriegsende fast völlig zerstört, Hunderte verloren ihr Leben. Aus diesem Trauma erklärt sich die Bedeutung der Apostelglocke für Anklam, die heute in der Marienkirche hängt, ursprünglich aber aus der Nikolaikirche stammt. Also die Nikolaikirche im April 1945 beschossen wurde und ausgebrannt ist, waren 3 Glocken noch oben im Turm. Und im Herbst 1945 gab es einen großen Orkan hier in Anklam und da ist ein Teil des Turmes eingebrochen und dabei sind die Glocken runtergestürzt. Und es gibt schöne Berichte darüber, wie die Anklammer, die eigentlich nur das Metall bergen wollten aus dem Schuttberg, dann das abtrugen, um die Bronze zu finden, um neue Glocken gießen zu können. Und dabei die große Apostelglocke fanden. Und dann wurde mit einer großen Konstruktion am Kran, die aus dem Schutt gezogen und wurde einmal mit einem Hammer angeschlagen. Und es war sehr schöne Berichte darüber, wie Leute schreiben, wie sie das angerührt hat, dass dieser Ton noch da war, der schon 500 Jahre über Anklam geklungen hat und dass diese Glocke das alles überstanden hat. Die Apostelglocke, ein Werk des namhaften Glockengießers Rickert de Monkehagen, ist mit einem Gewicht von 4.500 Kilogramm und einem Durchmesser von 1,80 Meter die größte mittelalterliche Glocke in ganz Mecklenburg-Vorpommern.
Oben angekommen im Glockenstuhl des Turms der Marienkirche, wo sie seit 1947 hängt, sieht man sofort, spurlos ist der Krieg nicht an ihr vorübergegangen. Der Rand ist angeschlagen, die Krone fehlt, die Oberfläche zeigt an vielen Stellen Bläschen von der Hitze des Feuers. Die feinen Ritzzeichnungen, Medaillons mit Heiligendarstellungen sind jedoch unversehrt. Komplettiert wird das Geläut der Marienkirche seit 2014 durch 5 neue kleinere Glocken. Die Apostelglocke, die Hoffnungsglocke von Anklam, wird nur zu besonderen Feiertagen geläutet, um das strapazierte Metall zu schonen. Sie klingt trotzdem noch und man hört das, dass sie ein schlimmes Schicksal hatte. Also man hört schon ihre Geschichte. Sie hört sich nicht an wie eine normale, moderne Glocke, aber sie klingt noch. Von Hoffnungsglocke und bunter Farbenpracht. Iris Milde war das über die bewegte Geschichte der Anklamer Marienkirche. Als am 27. August dort der Leipziger Thomaner Chor zum Grundton D-Konzert gastierte, bekam das Publikum auch die Gelegenheit, die Orgel dort zu hören. Eine moderne Orgel aus dem Jahr 1962, die insofern die Brücke nach Leipzig schlägt, weil sie aus der Werkstatt von Alexander Schuke stammt. Jener Firma also, die auch die große Konzertorgel im Leipziger Gewandhaus gebaut hat. Mit rund 2000 Pfeifen und 30 Registern fällt das Anklammermodell zwar etwas kleiner aus als das Leipziger Pendant, Daniel Beilschmidt zeigte jedoch, dass es dennoch jede Menge spannende Klangfarben zu bieten hat. Wir erleben den Leipziger Universitätsorganisten jetzt mit dem 6-stimmigen Richard Carr aus dem musikalischen Opfer von Johann Sebastian Bach. Thank you.
Daniel Beilschmidt spielte das sechsstimmige Richard K. aus dem musikalischen Opfer von Johann Sebastian Bach. Gelegenheit für den Thomaner Chor Leipzig, etwas zu verschnaufen beim Grund- und D-Konzert in der Marienkirche Anklam. Zum Ende der ersten Hälfte standen noch zwei romantische Chorwerke auf dem Programm. Zunächst die Motette »Mitten wir im Leben sind« von Felix Mendelssohn Bartholdy. Auch ihr liegt, wie schon bei Samuel Scheidts eingangs gehörtem »Ein feste Burg ist unser Gott«, ein Choral von Martin Luther zugrunde. Mendelssohn komponierte das Werk Anfang der 1830er Jahre während einer Bildungsreise nach Rom. Die Klangwelt, die ihm dort in den Kirchen begegnet ist, schlägt sich in seiner Motette unmittelbar nieder. Eine Welt zwischen schlichtem Psalmgesang und prachtvoller harmonischer Entfaltung des Chorsatzes. Oh.
Felix Mendelssohn Bartholdy, Mitten wir im Leben sind. Der Leipziger Thomanerchor sang unter der Leitung von Gotthold Schwarz. Vom Thomaskantor erfahren wir in der kommenden Stunde, warum es auch für den weltberühmten Knabenchor immer schwerer wird, geeignete Nachwuchssänger zu finden. Bis zu den Nachrichten erleben wir nun noch die Choralmotette »Es ist das Heil uns kommen her« von Johannes Brahms, mit dem der erste Teil des Grundton D-Konzerts in Anklam zu Ende ging. Es ist das Heil, uns kommen her.
Deutschlandfunk Musikpanorama. Zum zweiten Teil der Sendung begrüßt Sie Jochen Hubmacher. Am 27. August vergangenen Jahres gastierte der Leipziger Thomaner-Chor im Rahmen der Deutschlandfunk-Benefizreihe Grundton D in Anklam. Am Rande des Konzerts in der Marienkirche konnte ich mich mit Thomas-Kantor Gotthold Schwarz unterhalten. Und dabei ging es auch um ein Thema, das ihn ganz besonders umtreibt: das allmähliche Verschwinden einer gelebten Kultur des Singens in Deutschland. Auch für einen Knabenchor von Weltrang wird es dadurch immer schwieriger, geeigneten Sängernachwuchs zu finden. Also wir sind ja keine Insel der Seligen. Also das ist ja so, dass in unserer Gesellschaft weniger gesungen wird in den Familien. Es ist auch im kirchlichen Raum so, dass man meint, man könne Kindern und Jugendlichen die Schätze, die uns überkommen sind, mit der Literatur nicht mehr zumuten und lässt dann, ich wage mich jetzt mal ein bisschen sehr nach vorn, aber irgendwelches Kirchengedudel singen. Das ist in Ordnung, aber wenn man einen Choral singt oder auch eine Motette schon mal als Kind gesungen hat, dann hat man auch ein anderes Empfinden für die Stimmgebung. Ich sehe das als ein gesamtgesellschaftliches Problem oder eine Entwicklung. Also je weniger im Kindesalter mit den Kindern auch zu Hause gesungen wird, umso weniger ist das natürliche Verständnis für das Singen und für Musik überhaupt da. Also man hat natürlich immer Möglichkeiten, sich Kopfhörer aufs Ohr zu setzen und irgendwelche tolle Sachen sich reinzuziehen. Aber das selber zu tun und dabei auch animiert zu werden von Leuten, die auch um die Schätze unserer Kirchenmusik auch wissen, das ist eine ganz gewichtige Aufgabe. Und zwar deshalb auch so wichtig, dass auch in der Zukunft diese Musik nicht nur auf Festivals erklingt, sondern eben auch im alltäglichen Leben, im gottesdienstlichen Leben. Hugo Distlers in den 1930er Jahren entstandene Motette »Für wahr, er trug unsere Krankheit« gehört nicht zwingend zu dem Repertoire, das man im Kinder- und Jugendchorbereich erwarten würde. Doch Gotthold Schwarz hat bei seinen Thomanern gerade mit Distlers mitunter herben Tonsprache erstaunliche Erfahrungen gemacht. Das singen die sehr, sehr gern. Und das ist eigentlich auch immer im Repertoire des Thomaner-Chors gewesen. Also Distler, nicht unbedingt jetzt diese Motette speziell, aber natürlich andere Motetten auch von ihm, gehören wirklich zu dem Reichtum evangelischer Kirchenmusik, wenn man das so sagen will. Und die Klangwelt, die sich dort eröffnet, begeistert sie und singt das Stück sehr, sehr gern.
Hugo Distlers Motette Für wahr ertrug unsere Krankheit mit dem Thomaner Chor Leipzig. Man kann es sich heute kaum vorstellen, aber Johann Sebastian Bach war seinerzeit nur dritte Wahl, als es in Leipzig darum ging, einen neuen Thomaskantor zu finden. Ganz oben auf der Wunschliste stand der damals wesentlich berühmtere Georg Philipp Telemann. Doch der blieb lieber in Hamburg, vermutlich ganz banal, weil er dort mehr Geld verdienen konnte. Der Thomaner Chor nimmt Telemann diesen historischen Korb offenbar nicht krumm und sang beim Grund- und D-Konzert in Anklam dessen Missa Brevis zum Pfingstfest über »Komm, Heiliger Geist, Herre Gott«. Darin ist zu Beginn des Glorias auch ganz kurz der aktuelle Thomaskantor Gotthold Schwarz als Sänger zu erleben. Telemann erklingt bei ihm aus besonders berufenem Munde, denn Schwarz erhält Anfang März den diesjährigen Telemann-Preis der Stadt Magdeburg.
Gloria in excelsis Deo. Oh,
Der Thomanerchor Leipzig mit einem Werk vom beinahe Thomaskantor Georg Philipp Telemann. Das war die Missa Brevis über Komm, Heiliger Geist, Herre Gott. Papst Johannes Paul II. Hat ihn heilig gesprochen. Er ist der Schutzpatron der Journalisten und Dramatiker Rolf Hochhut hat bei seinem hochbrisanten Stellvertreter auch an ihn gedacht. Die Rede ist von Maximilian Kolbe. Der polnische Franziskanerpater beteiligte sich aktiv am Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Nachdem er zum zweiten Mal von der Gestapo verhaftet wurde, landete er im Vernichtungslager Auschwitz, wo er schließlich umgebracht wurde. Zuvor hatte er noch einen Mithäftling gerettet, indem er für ihn in den sogenannten Hungerbunker ging. Der Komponist Volker Bräutigam setzte Maximilian Kolbe 1975 ein musikalisches Denkmal. Epitaph für Maximilian Kolbe heißt sein Orgelwerk. Bräutigam bezieht sich darin ausdrücklich auf das bereits im ersten Teil der heutigen Sendung erklungene sechsstimmige Richard K. aus Johann Sebastian Bachs musikalischem Opfer. An der Schukerorgel der Anklamer Marienkirche spielt wieder Daniel Beilschmidt. Thank you.
Daniel Beilschmidt spielte Epitaph für Maximilian Kolbe von Volker Bräutigam. Es dürfte purer Zufall gewesen sein, dass das abschließende Werk beim Grund-und-D-Konzert in der Anklamer Marienkirche mit dem aktuellen Arbeitsplatz von Daniel Beilschmidt eng verbunden ist. Beilschmidt ist ja der Leipziger Universitätsorganist. Das moderne Gebäude am Leipziger Augustusplatz zitiert architektonisch die alte Universitätskirche St. Pauli, die bis 1968 an jener Stelle stand und dann unnötigerweise gesprengt wurde. 1729 erlebte genau dort eine Motette ihre Uraufführung, die vom berühmtesten aller Thomaskantoren, Johann Sebastian Bach, stammt. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Thank you.
Den Thomanerchor Leipzig unter der Leitung von Gotthold Schwarz hörten wir mit Johann Sebastian Bachs Motette »Der Geist hilft unserer Schwachheit« auf. Die Aufnahme entstand beim Grundton D-Konzert am 27. August 2017 in Anklam. Wie gewohnt finden Sie die Sendung im Internet auf unserem Musikportal unter deutschlandfunk.de oder mittels unserer DLF-Audiothek-App. Für Ihr Interesse bedankt sich am Mikrofon Jochen Hubmacher und das letzte Wort, das haben jetzt nochmal die Thomaner.